Hallo und willkommen zu der 20. Ausgabe der Albenrevue. Heute geht es um I, Robot, das zweite Album von The Alan Parsons Project. Ich hatte schon was über das Debütalbum Tales of Mystery and Imagination gemacht und hierbei war es ja interessant, dass das Ganze nicht als der Auftakt einer Reihe von Bandalben geplant war. Ursprünglich wollten Wolfson und Parsons gar keine Bandbezeichnung für das Album. Es sollte nur eine Platte sein, die ein musikalisches Projekt darstellt und nicht das Werk einer Band ist. Wäre das so abgelaufen, wäre Tales of Mystery später in den Plattenläden unter VA, Various Artists, aufgetaucht. Doch die Plattenfirma hatte damals darauf bestanden, dass es irgendeinen gruppenartigen Namen geben muss, und so entstand die etwas unmotiviert klingende Bezeichnung The Alan Parsons Project. Und wäre Tales of Mystery nicht erfolgreich gewesen, wäre es sicherlich dabei geblieben. So wäre es eine interessante Kuriosität für spätere Nerds und Sammler geworden. Doch so kam es nicht. Der Erfolg diktiert häufig den Pfad, auf dem sich die Dinge entwickeln. Und so wurde ganz schnell klar, dass man versuchen würde, ein zweites Mal den Blitz in einer Flasche einzufangen. Doch ob es einem gefällt oder nicht, wenn man ein zweites Album unter demselben Namen macht, ist man eine Band. Ganz klar. Das Trio Parsons, Wolfson und Paul hatten sich diesmal einem anderen Thema zugewandt, der Science Fiction. Der Titel des Albums basiert natürlich auf dem Buch I, Robot von Isaac Asimov. I, Robot ist eine relativ frühe Sammlung aus Kurzgeschichten, die sich mit einem der zentralen Themen von Isaac Asimov beschäftigen, dem alltäglichen Zusammenleben von Menschen und Robotern in der Zukunft. Ein Themenkreis, der ethische und moralische Fragen aufwirft und von Aspekten der Arbeitslosigkeit bis hin zu Fragen des Bewusstseins und der Zuneigung reicht. Ergo, ja, du kannst es dir denken, was als nächstes kommt. Es ist ein Konzeptalbum. Doch erneut ist der konzeptionelle Aspekt zurückhaltend. Man muss nicht, aber man kann. Das ist meine Devise an dieser Stelle. Ich behaupte mal, die meisten hören sich das Album wegen der extrem guten Musik an und denken dabei nicht so viel an Roboter. Aber wir können ja mal versuchen, ein wenig herauszufinden, wie die Lyrics in dem Album auf das Konzeptthema so einzahlen. Die Mythen und Legenden besagen, dass Eric Wolfson nicht imstande war, die Rechte an einer detaillierten Umsetzung der Themen aus dem Buch zu sichern. Das nur ein kleiner Hinweis an all die freiberuflichen Plagiatoren da draußen, und sie sind ihrer nicht zu wenig. Man muss für alles Rechte sichern heutzutage, so ist das halt. Und wem das nicht gefällt, der sollte vielleicht anfangen, andere Parteien zu wählen. Egal. Isaac Asimov, und wir sprechen hier vom Jahr 1976, war von der Idee allerdings angetan und hatte auch ein längeres Telefonat mit Wolfson geführt. Doch das Problem war, dass das Buch rechtemäßig bereits an eine TV-Produktionsfirma verkauft worden war. Und so blieb es bei wärmster Empfehlung. Aber vielleicht ist es besser so. Als Unterscheidungsmerkmal hatte man bei dem Albumtitel das Komma aus I, Robot entfernt. Die Thematik wurde durchaus beibehalten, aber eben mehr auf einer abstrakten Ebene. Bei der berühmten gleichnamigen Eröffnungsnummer ist das erstmal irrelevant, denn diese ist, abgesehen von der operatischen Stimme von Hilary Western am Anfang, instrumental, wie so oft bei dieser Band. I, Robot ist ein toller Track, der gerade von einem gewissen Flirt mit der Tanzmusik der damaligen Zeit profitiert. Das Disco-Fieber war 1976 auf dem Höhepunkt. Das Vinyl-DJing war im Begriff, geboren zu werden, und diese tolle, akzentuierte Nummer mit diesem lässigen Disco-Beat, enigmatisch und doch tanzbar, passt perfekt in diese Zeit. I Wouldn't Want to Be Like You ist das nächste Lied, gesungen wird es von Lenny Zakatek. Zakatek ist ein Sänger, der aus Pakistan stammt und eine sehr eigenwillige, erkennbare Stimme hat. Von hier an sollte er auf jedem Album des Projekts erscheinen, und obwohl die Band mit unzähligen Sängern und leider viel seltener Sängerinnen über die Jahre gearbeitet hat, und es waren sicher über 20, ist es richtig zu sagen, dass Lenny der wichtigste Vokalist des Projekts werden sollte. I wouldn't want to be like you, zu Deutsch, ich würde nicht so wie du sein wollen, ist erneut ein Song, dessen Rhythmus den Flair der Disco-Musik trägt und extrem gut auflegbar ist. Doch der 70er-Jahre-Disco-Beat hier übersetzt sich inhaltlich auch gut in die Thematik des Stückes. Mensch und Maschine arbeiten Seite an Seite, vielleicht am Fließband, und das eine denkt über das andere nach.
Wolfson war übrigens der Meinung, dass der Text die Perspektive des Roboters auf den menschlichen Kollegen darstellt, während Parsons dem gerne widersprach und meinte, es ist doch mehr der stolze und doch auch sentimentale Blick des Menschen auf die Maschine. So im Sinne von, du magst effizienter als ich sein, doch ich würde dennoch nicht mit dir tauschen wollen. Am Ende liegt es beim Hörer, der entscheiden muss, welcher dieser entgegengesetzten Aussagen richtig ist. Diese fantastische Nummer hat nur einen Nachteil. Sie ist lediglich 3 Minuten 23 Sekunden lang. Wo ist die 12-Inch-Version, die auf 12 Minuten gestreckt wurde? Ist sicherlich eine meiner Lieblingsnummern von The Project. Some Other Time ist einer dieser typischen Alan Parsons Tracks, die mit einer nostalgischen, balladenhaften Ruhe beginnen, mit den Echos alter und historischer Musik doch schnell zu einem orchestralen Armageddon eskalieren. Interessant ist ja auch, dass der beiläufige Zuhörer niemals erkennen würde, dass das Lied in Wirklichkeit zwei verschiedene Sänger hat. Einen für Vers und einen für den Refrain. Und der eine ist ein Mann und die andere ist eine Frau. Es gibt auf YouTube einige Clips mit dem leider schon verstorbenen Eric Wolfson, wo er diesen Sachverhalt erklärt und warum das so aufgenommen wurde. Ich poste es mal unter das Video für jene, die mehr in die Tiefe gehen wollen. Was dieser Track mit der Robotik zu tun hat, das ist schwer zu sagen. Die Lyrics sind sehr abstrakt und auch hier ließe sich darüber spekulieren, ob dies mehr die Gedanken des Menschen sind oder die Gedanken eines Roboters. Es ist mehr die Grübelei oder Träumerei über die endlosen Weiten des Universums und die Mengen an Möglichkeiten, die es beherbergt. Breakdown ist ein lässiger Song, der nicht so viel mit der Thematik des Albums zu tun hat. Es mutet mehr wie eine Auseinandersetzung mit bipolarer Persönlichkeit. Das Lied wird von Alan Clark gesungen und es eskaliert zu einem riesigen Orchester- und Chorwerk, das hier extrem effektiv von Andrew Powell arrangiert ist. Don't Let It Show ist eine Ballade und Eric Wolfson hat hierzu erzählt, dass ihm durch den Kopf gegangen war, dass eine Gesellschaft, die mit intelligenten Robotern lebt oder sagen wir mal intelligenter Technologie im Allgemeinen, damit konfrontiert wäre, dass technische Kreaturen de facto besser darin wären, menschliche Gefühle anhand geringster Details zu lesen. Und im Zuge dessen wird es in der Zukunft eher so sein, dass Menschen dazu neigen werden, ein Pokerface durchs Leben zu tragen, um möglichst wenig interpretierbar zu sein. Und das berührt bereits Themen, die damals sicherlich obskur geklungen haben, aber uns müsste das eigentlich vertraut vorkommen. Angefangen mit der biometrischen Obsession der Überwachungsorgane in modernen Staaten heute, bis hin zu irgendwelchen multimedialen Brillen von Google. Und damit schließt die A-Seite. Man merkt hier ein wenig, dass grundsätzlich die Alan Parsons Project dazu neigen, nach funktionierenden Formeln in ihren Produktionsprozessen zu suchen. Denn die B-Seite betont mehr orchestrale und experimentelle Momente, ganz ähnlich wie es bereits bei Tales of Mysteries der Fall war. Die erste Nummer auf der B-Seite ist The Voice, gesungen von Steve Harley. Das Thema hier hat erneut mit Überwachung und Kontrolle zu tun, ein wiederkehrendes Motiv bei Parsons und Wolfson. Das Stück besitzt in der Mitte eine tolle Verdopplung des Tempos, das ist eine extrem kurzweilige Stelle. Nucleus ist ein instrumentaler Track und ist eine Art früher Entwurf für Ambient-Musik. Das Stück hat eine großartige Atmosphäre und ist nach meinem Dafürhalten fast zu kurz. Ich wundere mich, weil einige andere Reviews zu diesem Album sich über Nucleus eher negativ äußern, als sei es nur ein langweiliger Filler. Ich finde dagegen, dass es eine großartige, progressive Errungenschaft ist. Für 1977 war dieses Stück ein tolles Hörerlebnis. Eine faszinierende Mischung aus Orchester und analogen Synthesizern. Ganz klar wird hier eine Atmosphäre der Weltraumfahrt zelebriert. Es überrascht nicht, dass man früher, damals in den Musikzeitschriften gerne schrieb, Alan Parsons würde Soundtracks zu imaginären Filmen machen, was ein wenig übertrieben ist, aber bei diesem Stück sehr treffend. Ich bin also ein großer Fan dieser Nummer und verkenne auch nicht, wie progressiv sie 77 gewirkt haben muss. Aus Nucleus schält sich langsam Day After Day heraus. Da ist es auch mal wichtig, einen anständigen CD-Player zu haben, damit gerade bei Tracks, die ineinander übergehen, dann nicht plötzlich immer diese kurze Lücke klafft. Typisch, wenn man zum Beispiel CDs auf DVD-Playern hört, was erstaunlich viele Leute tun übrigens. Immerhin hat Spotify das gelöst, sodass dort die meisten Tracks, die zusammengehören, auch nahtlos erklingen. Day After Day, The Show Must Go On ist ein langsames, getragenes Stück, das erneut in meinen Augen nicht so viel mit der Konzeptthematik zu tun hat. Doch es ist ein interessantes Stück, das sich... Nun, es ist ein wenig etwas über die Midlife Crisis. Ein Topos, der mir natürlich nicht fremder sein könnte.
Wehmut darüber, dass man als Kind zu sehr erzählt bekommen hatte, für große Dinge auserkoren zu sein. Und manche Eltern neigen dazu, so viel auf das Kind zu projizieren. Sie denken wohl, sie tun Gutes damit, das Kind schon früh auf Erfolg einzustimmen. Doch hier steht jemand und blickt zu den Sternen und fragt sich, was aus den großartigen Chancen geworden ist, die man versprochen bekommen hatte. Alles, was da ist im Erwachsenenleben, ist das Hamsterrad. Du kannst ruhig träumen, aber am Montag hast du gefälligst am Arbeitsplatz zu sein. Sogar der nie erfüllte Traum wird irgendwann zu einer verblassenden Erinnerung. Das Lied wird von Total Eclipse gefolgt und hier drehen die Macher des Albums richtig auf. Das disharmonisch anmutende Orchesterstück ist freilich nicht ganz so originell, wie es anmutet, denn man fühlt sich sofort an Lux Aeterna von Jerry Ligeti erinnert. Wenn man die Stücke vergleicht, merkt man, dass sie nicht sehr ähnlich sind, aber sie sind sozusagen in derselben Vene. Und gemessen daran, welchen Einfluss Stanley Kubricks 2001 auf alle möglichen Künstler der 70er Jahre hatte, ist es nachvollziehbar. Hier hört man also Alan Parsons Project sich an moderner, atonaler Chormusik versuchen und es funktioniert großartig. Wie immer belässt man es smart bei gerade mal 3,5 Minuten, bevor das Stück langsam morpht in den letzten Track des Albums Genesis Chapter 1 Verse 32. Und wie wir alle wissen, hat Genesis, auch das erste Buch Mose genannt, nur 31 Verse. Was ist also der 32? Der 31. Vers schließt mit den Worten: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Es ist klar, was an dieser Stelle mit Vers 32 gemeint ist. Mensch erschafft einen bewussten Roboter und ein neues Zeitalter bricht an. Das Stück ist ein simples Motiv, das hier durch den Einsatz der Instrumente und des Orchesters bombastisch graduiert und schließlich in einem Fade-out verstummt. Das Album ist vorbei. Und so vielleicht noch einige Worte über das Cover. Es gehört sicherlich nicht zu den besten Covern, die ich kenne. Es stammt aber von der berühmten Coverschmiede von Hypnosis. Und es wurde in Paris aufgenommen. Das Cover zeigt einen recht bekannten Verbindungshub auf dem Charles de Gaulle Flughafen in Paris. Und obwohl es nicht ausgesprochen gut ist, verglichen zum Beispiel mit dem Cover zu Eve von Alan Parsons Project, ist es ein Design, das durchaus ikonografisch geworden ist. Und es ist auf jeden Fall originell. iRobot wurde als Album ein großer Erfolg. Eric Wolfson hat in Interviews gerne betont, dass der Erfolg von iRobot durch ein Phänomen begünstigt wurde, das mit dem Album wenig zu tun hatte. Im selben Jahr erschien der erste Star Wars Film und löste eine Art Fieber aus nach allem Futuristischen und Roboterhaften. Doch kam man damals in einen Plattenladen, gab es in diesen Monaten nur eine Band, die gerade ein Album herausgebracht hatte, das im weitesten Sinne einen Roboter auf dem Cover hatte. Ich muss hier wieder mal 5 Sterne Ultra vergeben. Ich meine, wie viel besser kann man denn ein Album eigentlich machen? Ich kenne auch kaum jemanden, der bei seinem zweiten Wurf derartig epochal wurde. Die meisten bekannten Bands brauchen eher 5 Alben, bis sie bei ihren eigenen Klassikern angekommen sind. Das hier ist also eine extrem empfehlenswerte Scheibe. Hey, das hat Spaß gemacht. Vielleicht mache ich mal sukzessive alle Alan Parsons Project Alben durch. Sollen doch die Leute sagen, was sie wollen. Mich kümmert's nicht. Das war iRobot von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1977.